So, hallo und herzlich willkommen. Heute zum kleinen Video haben wir heute Morgen in der Community angekündigt, dass da was kommen wird von uns. Ausschlaggebend die Diskussion, was heute Morgen war. Wollen wir jetzt mal auf die ganze Problematik hinter der ganzen Geschichte ein bisschen aufklären, beziehungsweise unseren Standpunkt ein bisschen aufklären, beziehungsweise eben eine Frage, die uns jetzt schon seit Wochen wurmt, offenlegen. Und euch natürlich auch bitten, dass ihr da euren Senf in die Kommentare schreibt. Positiv wie negativ, wie konstruktive Kritik, was auch immer da ihr davon haltet. Als allererstes wollen wir jetzt jedoch mal diesen Bug vorstellen, um den es ja im Endeffekt eigentlich geht. Und zwar geht es darum, wir haben ja die Basen auf unserem Server bis auf Tor und Tür unzerstörbar gemacht. Das heißt, es sollte eigentlich möglich sein, mit einer Sprengladung eine Tür einer Base zu zerstören. Das Ganze funktioniert jedoch nicht so einfach, wie ihr wahrscheinlich alle wisst. Alle, die es nicht wissen, werden es gleich sehen. Hier haben wir zum Beispiel eine Bodenplatte und eine Tür. Hier haben wir eine lose Tür. Hinten haben wir eine kleine Base gebastelt und hier haben wir ein Garagentor. Wir werden jetzt vor jedes Tür und Tor eine Sprengladung bzw. eine Rucksackladung hinlegen. Damit ihr jetzt einfach mal seht, wie viel Schaden das macht, beziehungsweise wie gut das denn funktioniert. Wir haben hier das Admin-Tool, da seht ihr dann links oben Hilfe, wenn ich das anvisiere, quasi hier, War, Doorway, Hilfe 100. Wenn wir dann eine Sprengung machen, seht ihr quasi, wie viel Schaden die Tür genommen hat. Hier hast du einen hingelegt, Dennis? Ja. Ja, hinten auch. Da hinten auch, hier. Wir haben jetzt überall quasi eine Rucksackladung, keine Sprengladung, sondern eine Rucksackladung hingelegt. Die werden wir jetzt gleich mal sprengen und dann gucken wir uns das Ergebnis gemeinsam an. So, 3, 2, 1. So, viel Rauch um nichts. Hier seht ihr als erstes mal, nur die Tür quasi in dem Doorway ist sofort kaputt gegangen. Grund dafür, es gibt keinen Gegenstand in der Nähe, was eben unzerstörbar macht bzw. ist, wie es hier das Beispiel ist. Hier ist der Boden, der ist unzerstörbar, der hat auch null Schaden bekommen. Die Tür hat null Schaden, genau das gleiche Problem. Jetzt gucken wir schon zum Garagentor rüber. Hat auch null Schaden. Hier die kleine Base, auch null Schaden. So, jetzt machen wir das gleiche einfach nochmal. Haben noch jeder zwei Rucksäcke, beziehungsweise brauchen wir gar nicht. Legen noch mal eine hin. Und hinten an die Tür. Boah, shit. Ich wollte die Rucksackladung setzen, hab sie gezündet. Aber ist egal. Kannst du deine auch gleich zünden, Dennis? Hab ich schon. Ja. Okay. Ergebnis: hier immer noch 0 Schaden. Hier ist an der Tür auch noch 0 Schaden. Das Garagentor hat auch 0 Schaden. Warum auch immer. Müssten wir mal speziell antesten. Weiß jetzt nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Dennis, hast du eine Ahnung? Gerade nicht. Also ich würde jetzt mal zwei Rucksackladungen drauflegen. Hast du noch welche dabei? Ich habe welche. Ich erzähle so lange mal weiter. Hier haben wir ja klar das Problem, die Bodenplatten fressen quasi den ganzen Schaden auf. Da hinten genau das gleiche. Die Lose hier ging kaputt. Was im Garagentor ist, okay, keine Ahnung, weiß ich gerade jetzt nicht. Wir haben auch vorher öfters den Server neu gestartet und an den Server-Management noch umgestellt, weil wir eben da schon auch länger am Testen sind, beziehungsweise an den optimalen Einstellungen zum Testen. Daher kann es sein, dass das Tor einfach noch aus einer älteren Version steht und vielleicht unzerstörbar ist. Können wir jetzt gerade nicht 100% sagen. So, hier haben wir jetzt die Tür. Wir werden da jetzt mal mit dem Unterlaufgranatwerfer drauf schießen. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Dafür muss man einen gewissen Abstand wahren, weil die einen Selbstschutz haben und wenn man die direkt vom Boden schießt, explodieren die nicht. Jetzt schießen wir einfach mal auf die Tür. Jeder mal eine Granate. Aber erstmal drüber schießen. Jetzt sieht man ja schon, dass die Tür. Ja, okay, hier sieht man es ziemlich gut jetzt, ja. 92,9134 Schaden bekommen. Das heißt, die Sprengladung hat einfach hier im oberen Bereich getroffen.
und nicht im unteren, wo die Sprengladung quasi, wo die Bodenplatte quasi die Explosion der Sprengladung fressen konnte. Das heißt, wenn wir da jetzt öfters drauf schießen, seht ihr, die Wand kriegt Schaden. Und das ist was, was halt definitiv nicht sein dürfte. Wir können das gleich da drüben auch nochmal testen. Seht ihr direkt, ja, kriegt Schaden sofort. Ja, ist jetzt natürlich eine Möglichkeit, wie man leichter in Basen reinkommt, viele Unterlaufgranaten sammeln und los geht's. Aber das soll ja nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Wir wollten ja eigentlich, dass die Basen quasi raidbar sind, mit Sprengstoff und mit Rucksackladungen. Und das kriegen wir so nicht gebacken. Da hat's Rums gemacht. Hat immer noch 100. Also ich denke, dass die noch von ein paar Servertests einfach zu lang schon steht und noch unverwundbar ist. Die einzige Erklärung jetzt gerade. Wie gesagt, wir sind da ja auch schon länger dran, am Rumexperimentieren, um da ein optimales Ergebnis hinzubekommen. Wir haben auch dadurch natürlich viele Beschwerden, Pro und Contra. Was sollen wir tun? Wir waren jetzt vor kurzem schon mal in der Überlegung, einfach alle Basen wieder komplett zerstörbar machen. Das wäre natürlich die Lösung von dem Problem. Aber einige werden da zustimmen, dass es nicht unbedingt der optimalste Weg ist, weil jeder, der schon mal eine Riesenbase gebaut hat und da dann einfach, sei es drum beim Server-Restart oder sonst irgendwas, ein Auto desinkt ist oder einer hat ein Auto reingeworfen oder einer sprengt sich rein, ein Auto explodiert und die halbe Base ist weg. Ihr kennt das Problem, die Base ist danach eigentlich im Prinzip ein Haufen Schrott, weil ihr die gar nicht mehr richtig aufbauen könnt. Und da ist eben unser Knickpunkt. Was sollen wir tun? Wir haben diesbezüglich auch noch keine Lösung von irgendjemand geliefert bekommen und sind selber am Rumexperimentieren, was wir da machen könnten, was der optimale Weg ist. Jetzt seid ihr gefragt, was sollen wir tun? Heute Morgen die Diskussion hat uns halt im Endeffekt darauf hingewiesen, dass wir jetzt da handeln müssen und dass wir da auch was machen wollen. Und ich hoffe mal, ihr seht jetzt mal, was wir für Überlegungen dahinter der ganzen Vorhang machen müssen, beziehungsweise was wir eben machen. Ihr habt riesen Basen zum Beispiel und wir sagen jetzt ab morgen, okay, sind alle Basenteile wieder zerstörbar. Was passiert übermorgen? Eure Basis ist Schrott, definitiv. Da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben und das könnt ihr wahrscheinlich alle ja genauso nachvollziehen wie ich. Jeder ist angepisst? Keine Ahnung. Andere Option, ein kompletter Wipe und wir fangen von vorne an, alle Basen sind zerstörbar, jeder muss sich was Neues aufbauen. Keine Ahnung. Andere Option, Wände einfach zerstörbar machen. Wände ist natürlich auch wieder die Frage, gibt es das gleiche Problem mit der Bodenplatte? Wenn man Bodenplatten jetzt zum Beispiel nur zerstörbar machen würde, dann könnt ihr euch auch vorstellen, wie eure Base aussieht, wenn die ganzen Bodenplatten kaputt sind und weg sind. Dann könnt ihr nämlich die Base definitiv nicht mehr aufbauen. Das sind jetzt mal so kurz ein paar Gedankengänge von uns dargelegt quasi, mit ihr hoffentlich auch mal versteht, hinter welchem Druck wir gerade stehen, um dieses Problem zu lösen. Und ja, ihr könnt euch gerne da mal ein paar Gedanken drüber machen und uns natürlich auch Vorschläge machen, wie wir bei der Sache vorgehen würden, sollen, tun, was auch immer. Generell würden wir jetzt mal die Frage stellen, wollt ihr die Basen komplett zerstörbar oder wollt ihr so wie es jetzt ist und einfach buggy? Das sind jetzt mal einfach die Grundfrage. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon jetzt bevorzugen würdet. Eventuell machen wir die Tage auch noch eine Umfrage, einfach um das noch ein bisschen besser darzustellen alles. Aber das wäre jetzt mal die Grundfrage. Und ja, ich muss jetzt gerade mal, ich habe den Faden gerade ein bisschen verloren. Dennis, weißt du, hast du jetzt noch irgendwas oder habe ich irgendwas vergessen jetzt im Laberschwall? Nee, das war nicht so weit. Ja. Also entweder unzerstörbar oder zerstörbar. So ein Mittelding, seht ihr ja, ist halt echt schwierig, das umzusetzen. Wir könnten jetzt natürlich versuchen, die Wände zerstörbar zu machen, weil wenn eine Wand verschwindet, kriegt man die Base eventuell noch wieder aufgebaut. Wenn halt Bodenplatten verschwinden, kriegt ihr das im Leben nicht wieder aufgebaut, das geht gar nicht. Bei Wänden könnte man sagen, okay, das kriegt man noch wieder hin. Aber auch da muss man gucken, es wird wahrscheinlich denselben Bug verursachen, dass einfach die Bodenplatte den Schaden von der Wand auffrisst, wenn man eine Rucksackladung oder eine Sprengladung davor legt. Genau, ja. Also die Grundfrage, um das Ganze abzukürzen, wie wollt ihr dass wir das handhaben? Basen komplett zerstörbar, komplett unzerstörbar, ist halt auch wieder die Frage,
dann ist es halt im Endeffekt Hamsterei. Jeder kann die Fahrzeuge abschließen. Es wird keine Fahrzeuge mehr auf dem Server gehen, keine Helikopter, eine Gruppe, vielleicht eine große Gruppierung hat irgendwann alles vielleicht, wie auch immer. Oder eben Basen komplett zerstörbar. Da muss man halt immer wieder alles aufbauen. Das sind jetzt halt mal so die Optionen. Ja, dann wollen wir es jetzt gar nicht länger ziehen, als es jetzt schon gezogen wurde. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und gerne natürlich auch Tipps und konstruktive Kritik, nehmen wir immer gerne an. Und ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, ihr habt jetzt mal einen Einblick bekommen, mit was wir uns wirklich schon die letzten Wochen, beziehungsweise eigentlich schon seit wir das so gestartet haben, mit welcher elementaren Frage wir uns im Endeffekt ja, rumprügeln müssen. Um das Ganze eben auch Community echt zu machen, wie wir bisher eigentlich alles machen wollten, beziehungsweise gemacht haben, wollen wir euch natürlich mit einbinden. Und jetzt könnt ihr euren Senf dazugeben und pflastert die Kommentare mit Ideen und Kritik und was weiß ich was. Wir freuen uns drauf und hoffen, wir finden zusammen eine Lösung. Dann mal noch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal.